Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen es jetzt mal riskieren, hier aus dem Wasser mal rauszugehen. Was war das denn nochmal für ein Typ? Baal Netbeck. Erwache. Erwache? Hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du meine Bäume nicht verletzt. Also, genau, das ist der für... Was passiert, wenn ich jetzt... dem Baum wehtue? Der dreht nicht durch. Okay. Wäre wohl lustig gewesen. So, ich habe die Kopfhörer nicht richtig auf. So, dann suchen wir mal die Sumpfheile. Die waren ja hier irgendwo. Und dann würde ich mal gegen einen riskieren wollen. Komm, einer. Einen. Den treffe ich gar nicht, ne? Oh, jetzt kommt er. Komm. Jo. So, Sumpfheizähne. Okay, wir können jetzt schon gegen die klarkommen. Boah, nice. Wir schlachten die jetzt alle ab. Boah, wie nice. Boah. So, den haben wir. Hier ist noch einer, der hinter uns her ist. Oder auch nicht. Was ist mit dem? Verstehe ich nicht. Wo will der hin? Boah, aber egal, wie geil. Das ist jetzt. Wir können Sumpfheile jetzt mittlerweile ausschalten. Nehmen wir mit. Hier hinten gab es noch einen, der irgendwie abgehauen ist. Keine Ahnung, was mit dem los war. So, was gibt's denn hier in der Hütte? Ich komme hier nicht rein. Erwache. Schrat? Erwache? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Ah, okay. Riech mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred. Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Hm, okay. Nee, ich brauche von dem keine neue Quest. Was passiert, wenn ich hier seine Truhe leerräume? Die kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Fackel und ja. Okay, der ist. Dem ist das egal. Aber cool, dass wir den jetzt kennengelernt haben. Hätte ich früher gewusst, dass der hier existiert. Wir gehen erstmal dahin. So, komm. Ja, dann nicht. So, nächster Sumpfheil da vorne.
Alter, das dauert ja ewig, bis wir da sind. Ja, komm. Immerhin. So, da ist eine Grenze, da kommen wir nicht weiter. Hallo Sumpfhai. Ja, komm zu mir. So, wie viel fehlt uns bis zur nächsten Stufe jetzt? Immer noch genug. 4000. So. Ja, komm. Ach, tipp den doch. Und dahin gibt es auch noch mal einen. Den müssen wir auch noch kriegen. Aber dann dürfte das schon fertig sein mit dem Sumpfhai. Dann dürfte es hier keine mehr geben. Ne, doch, da ist noch einer. So. Alter, wie viele gibt's denn? Ah, hier sind noch ein. Alter, wie sind echt sehr, sehr viele hier. Dass der mich jetzt nicht bemerkt hat. Es sind schon sehr, sehr viele hier. Oder spawnen die einfach nach. So. Was, da, was ist das da eigentlich hier für ein Kessel? Das will ich schon wissen. So, komm. Das ist der nächste, weil der am nächsten ist. Komm. Da vorne gab es auch noch einen. Boah, ist aber schwierig herauszufinden, ob hier noch mehr sind oder nicht, finde ich. Ja, der kommt wenigstens zu uns. Da hinten ist aber jetzt keiner mehr. So. Und da haben wir noch ein paar Heilkräuter. Die nehmen wir auch noch mit. Vielleicht machen wir hier jetzt ein Safe Game. Wir haben jetzt fast alle gekillt oder alle vielleicht sogar. Dann fehlt uns jetzt nur noch der eine Troll. Aber wir laufen hier trotzdem noch einmal kurz durch. Um zu gucken, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwo einen übersehen haben. Ist jetzt aber auch wirklich nur noch dann der Troll, der fehlt. Ich glaube, wir haben alle Sumpfhai erledigt. Gibt keine mehr. Boah, schade. Ich hätte wohl gerne noch ein paar Erfahrungspunkte gesammelt, definitiv. Hier gibt es noch ein paar Kräuter.
Heilkräuter, nice. Na, springen wir mal hier so durch. Können wir auch noch jetzt mal unsere täglichen Rationen irgendwo abholen? Wo war das nochmal? Nicht hier. Baal-Uru? Erwache. Erwache? Wurden. Novize. Novize. Ich kann mit dem aber jetzt nicht reden, okay. Wie kommt es, dass ich hier jetzt noch nicht war? Egal. So, schauen wir mal. Ulumulu. Targ benötigt für das Ulumulu die Mauer eines Trolls. Solche Monster leben in den nördlichen Bergen der Kolonie. Ich soll die Schluchten dort absuchen. Dann hätten wir es hier auch schon abgeschlossen. Ja, gehen wir mal dahin. Wird jetzt ein weiter Weg sein. Aber egal, da können wir mal schauen, dass wir... Wohl, wir haben hier nichts mehr zum Abschlachten unterwegs. Wir haben ja schon bereits alles hier getötet. Aber ich finde es schade. Ich finde es schade, also wirklich schade, dass die das nicht mit einem regelmäßigen Respawn gemacht haben. Dass es vielleicht einmal alle paar Kapitel respawnt, die Viecher. Aber ja, wir können aber auch mal schauen, dass wir noch anderweitig irgendwie an Erfahrungspunkte kommen. Es sind ja jetzt, glaube ich, nur noch die, ja, die Missionen übrig, wenn hier nichts respawnt. Es sei denn, wir kriegen für den einen Troll da gleich ein paar tausend Erfahrungspunkte mehr. Wäre dann viel, viel besser, finde ich. Was sagt denn die Uhr im Spiel? 17.43 Uhr. Müssten wir auch mal schauen, dass wir ja wieder pennen gehen irgendwo. Warte mal, wir haben da beim Eingang, wo wir angefangen hatten, wo wir gestartet sind hier in dem Spiel, da waren ja noch zwei Leute, die wir verprügeln konnten und entwaffnen könnten, vom alten Lager. Wäre auch möglich, das wären vielleicht auch so 200 Erfahrungspunkte, Pi mal Daumen, geschätzt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nach dem Troll gehen wir mal dahin. Vorausgesetzt, wir kriegen es hin, den Troll da zu besiegen. Der liegt da auch noch. Bolzen und Gardist. Sonst liegt hier keiner mehr. Weil wir alle getötet haben, ne?
Hier, Milton. Hier hatten wir die jetzt auch getötet. Hatten wir die da hinten getötet? Die waren ja jetzt auch nicht. Also die waren jetzt eher mehr unsere Verbündeten, die beiden. Ja, die haben wir nicht getötet, okay. Da bin ich dann doch jetzt froh. Aber Redford und Rex, die hatten wir verprügelt gehabt. Das weiß ich noch. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. So. Da geht's ja in die Schluchten. Boah, mit etwas Glück sind die Snapper wieder da. Ich weiß jetzt nicht, ob aber das eine Lager, was wir da, wo wir die Leute da getötet und verprügelt haben, ob die noch da sind. So, ich hoffe, hier ist der Troll. Ja, machen wir hier ein Safe Game und dann riskieren wir es mal. Gegen den. So, schnell ein bisschen Abstand. Aber wir können den verprügeln. Schnell wieder Abstand. Gleich mit dem Bogen. Nein, 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 renn! Mit Schwert war doch besser. Ja, nice. Trollhauer und Trollfett. Boah, nice. Den konnten wir so verprügeln. So, jetzt erstmal wieder heilen. So, und nochmal speichern. So, dann würde ich auch einmal sagen, wir gehen nochmal zu Diego. 175.500 müssen wir als nächstes schaffen. Das wird ein Spaß. Auf jeden Fall. Aber dann können wir bei Diego einmal die Stärke voll machen. Und den Rest dann eventuell. Wo könnten wir die dann investieren? Ach komm, wir machen die erstmal in Geschicklichkeit rein. Wo Geschicklichkeit nutzen wir Geschick? Das ist eher mehr für Bogen und so. Bogen und Armbrust, glaube ich. Und packen wir den Rest da rein. Und dann ist die Frage, bei wem wir noch irgendwie was lernen, was nur einen Erfahrungspunkt kostet. Lernpunkt meine ich. Wir können dann, obwohl die Orks können wir auch noch verprügeln gehen. Und in der alten Mine können wir auch mal schauen, wenn wir bessere Rüstung haben. Obwohl, ich habe ja gesagt, wir wollten jetzt erstmal hier Leute verprügeln gehen. Also gehen wir hier nochmal die beiden verprügeln. Und entwaffnen. Dann haben wir wieder ein bisschen was zum Verkaufen, wenn die Leute wieder Erz haben.
Ist aber auch schon Ewigkeiten her, wo wir hier mal entlang gelaufen sind. Hier gibt's auch nichts Neues, was gespawnt ist. Irgendwas stimmt mit Yoshi jetzt gerade nicht. Der steckt da irgendwo fest. Ich behalte ihn jetzt eben kurz im Auge, ob er auch da rauskommt, wo er sich jetzt festgehangen hat. Ah, okay, die greifen uns an. Ja, ich mache hier mal ein Safe Game. Also, nee, ich will hier hoch. Ja. Ja, komm, greif den... Muss ich vielleicht so machen, um die zu erledigen. Ja, komm, da war der. Kann ich den anderen? Also Ori. Okay, Erfahrung 100. Ich treffe den gar nicht, ne? Doch. So, die Armbrust nehmen wir mit. Den Bolzen nehmen wir mit. Die sind jetzt tot, ne? So, grobe Schwert. Okay, mehr hatten die nicht. Okay. Nein. Okay, egal. Dann so. Gibt's hier irgendwie was Neues? Fleischschwanzen gibt's hier ja nicht mehr. Da ist ja der Weg nach oben aus der Barriere. Aber hier gibt's sonst gar nichts, ne? Hier hat man ja schon alles mitgenommen. Schon. Das war schon gefährlich nah. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt zu Diego. Wie viele Tote hier eigentlich rumliegen. Und hier am Anfangsgebiet. Und das ist die verlassene Mine. Hier gibt es gar nichts mehr. Zumindest kommen wir da nicht rein. Ist hier oben irgendwie was neu gespawnt? Nichts mehr. Ja gut. Da oben brauchen wir gar nicht zu ver... Oder? Anscheinend können wir es doch hier oben nochmal versuchen. Oh, hier gibt es Raffes.
Hier gab's noch was. Und ich hab das nie... Ich kam nie auf die Idee, hier mal hochzuklettern. Hier gibt's so viel noch mitzunehmen. Junge Maulrex. Das sind trotzdem alles Erfahrungen. Löcher. Erzbrocken. Wieso kam ich nie auf die Idee, hier hochzuklettern? Wo genau sind wir? Da oben, okay. Knüppel, Trank, Waldbeeren, Waldbeeren. Und da vorne ist noch ein Scavenger, beziehungsweise ein junger Scavenger. Das wären die ersten Erfahrungspunkte gewesen, die ich einsammeln hätte können. Ein Goblin. Wenigstens haben wir hier ein paar Erfahrungspunkte jetzt sammeln können. Klar, die sind jetzt... Also wenigstens haben wir die noch eingesammelt, auf jeden Fall. Sonst gibt es hier oben jetzt nichts, ne? Komme ich hier auch wieder runter? Nein, komm. Einfach nach unten. Einfach nach unten. Neu hier, das schaffst du. Ja, ich speichere mal. Jetzt stecke ich wieder. Ah, doch nicht. Und so. Dann wollen wir mal in Richtung Diego gehen. Die hätten wir wirklich ganz am Anfang. Folge 1 hätten wir die noch mitnehmen können. Irgendwie. Da hätte es sich mehr gelohnt als jetzt. So. Hier unten gibt es jetzt aber nichts Neues, was nachgespawnt ist, oder? Ich sehe da zumindest nichts. Keine Blutfliegen, kein gar nichts. Komm, wir gehen mal hier runter. Aua! Ich hatte gedacht, wir machen so einen Tauchsprung. Ja. Komm, spring raus. Und auch Richtung Diego. Danach müssen wir wieder in die freie Mine gehen. Und hoffen, dass wir dann das Ulumulu kriegen, das Torok das macht. Hieß doch Torok, oder? Tarok. Tarok war sein Name. Da leuchtet wird. Egal, da gehen wir jetzt nicht hin. Da will ich wieder rein. Ich will denen meinen Scheiß verkaufen, eigentlich. Ja, okay, aber wenn wir jetzt da reingehen würden, würden die uns alle hier versuchen abzuschlachten. So, wir müssen aber auch einmal den Dings hier ausziehen. Amulett der Stärke. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ah, man hört die. Man hört die hinter der Wand. Hinter der Mauer. So, Diego. Hallo. Hi.
Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. So, Stärke. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas an... Okay, dann machen wir so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Den kann ich nicht mehr. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Okay, dann den Rest hier rein. Ich kann dir nichts beibringen. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Jo. Mach's gut. Können wir das wieder anziehen? Und unsere maximale Stärke ist jetzt auf 120. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Amulette kriegen, die das vielleicht sogar nochmal erhöhen können. Hoffe ich. Und Geschick können wir auch mal schauen, dass wir das auch maximieren können. Aber dann würde ich sagen, das machen wir, kümmern wir uns in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge darum, dass wir auch die Geschicklichkeit erhöhen. Kann man da wieder rein? Sah doch so aus. Ne, ist immer noch zu. Okay. Dann machen wir das ab der nächsten Folge, Geschicklichkeit auf 100 zu bringen. Versuchen wir es. Damit wir besser mit den Bögen werden, mit den Armbrüsten. Und bringen auch noch das, die ganzen Zutaten für das Ulumulu zu Tarok. Und Patro. Bleib liegen. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.